Katzi, wir fahren jetzt endlich deinen Bruder abholen. Was sagst du dazu? Nein, du kannst nicht mitkommen. Ja, das kleine Kätzchen kommt mit, aber du nicht. Du kannst hier warten. Warum sollen wir alle fahren? Jemand muss aufs Haus aufpassen. Ich glaube aber, da würde jemand gerne mit dir tauschen. Ja, aber du musst wirklich hier warten. Okay? Er ist schon fertig. Fertig? Kannst du mitkommen? Ja, Katzi. Nein. Nein, wir kommen gleich wieder. Komm. Hallo, Apolli. Apolli, wie geht's dir? Die Äuglein sind aber ganz groß. Kätzchen möchte jetzt endlich nach Hause, nicht wahr? Oder? Möchte das Kätzchen nach Hause? Ja. Ganz schön große Äuglein hast du. Oder? Ach, Kätzchen. Das tut mir leid. Aber Hauptsache, dir geht's jetzt gut. Ein bisschen aufgeregt bist du, ne? Ja, sag, das ist doof. Ich wäre auch lieber dabei gewesen. Aber das geht leider nicht. Ich find's auch doof, dass man bei der Vollnarkose nicht mit dabei sein darf. Nein, keine Angst. Keine Angst, Kätzchen. Alles ist gut. Apolli. Er ist noch so ein bisschen empfindlich, denke ich mal. Und wahrscheinlich hast du auch Durst, ne? Obwohl er die ganze Zeit am Tropf hing, hat man mir gesagt. Push. Hab keine Angst. Wir sind gleich zu Hause. Wir warten jetzt noch auf die Rechnung. Also eigentlich habe ich schon die Rechnung, aber da ist ein bisschen was falsch nicht aufgelistet, sondern mein Name ist falsch geschrieben. Deswegen wird das jetzt nochmal neu gemacht. Aber ich kann euch schon mal zeigen, was da alles mit drin ist. So, das ist die eine Seite und das hier ist die andere Seite. Apolli, wir sind angekommen. Ich habe ihn schon mal rausgelassen. Und Marcel muss mir gleich helfen, ihn reinzubringen. Dann können wir sein Körbchen direkt im Auto lassen. Ja. Kannst du Apollo erst reinbringen? Komm mit. Komm schnell zu Papi. Komm. Ja. Bestimmt findet ihr den Weg alleine. Ja, eigentlich muss man ihn nur rauslassen. Ui, ui. Durstiges Kätzchen. Los, los, schnell. Schnell trinken, trinken, trinken. Da ist der Brunnen. Cosmo, komm her, Apollo ist wieder da. Ja, hast du gesehen? Geh Hallo sagen. Willst du nicht? Guck mal, Apollo, komm mit. Komm mit, schnell, schnell, schnell. Ich zeig dir trinken. Fressi, Fressi gibt's nur Nassfutter jetzt erstmal. Vergiss es, ey. Der Junge verhungert lieber, wenn er kein Trockenfutter kriegt jetzt. Das nervt ja wirklich. Ich dachte wirklich, dass er jetzt anfängt, Nassfutter zu essen. Aber will er nicht. Doch, jetzt nimmt er es. Aber das, was er da frisst, ist auch nur Ergänzungsfutter. Eigentlich soll er das da fressen. Das ist richtiges Nassfutter. Aber will er nicht. Naja, dann muss er halt später doch sein Trockenfutter kriegen. Wie sieht's aus bei euch, Kinders? Ist alles okay? Apollo, komm her, ich mach dir das ab. Ich mach dir das Bändchen ab. Komm her, gib mir dein Pfötchen. Ja, so sehe ich das besser. Wegen deinem buschigen Fell sieht man nämlich sonst nichts. Oh je, kriegt das irgendwie? Na hier. Jo, sieht gut aus. Ein bisschen wegrasiert, aber sieht gut aus. Und dein Gesichtchen? Mhm. Dad, stinkst nach Krankenhaus. So,
tut mir leid, aber ich kann meine Katze nicht verhungern lassen. Dann soll er lieber das Trockenfutter schlucken, bevor er mir hier nichts zu fressen bekommt. Der hat ja schon seit gestern Abend nichts mehr gegessen. Das kann ich nicht machen. Als ich ihm das Nassfutter vorgesetzt habe, hat er dran gerochen. Wisst ihr, wie der dann gemacht hat? So. Und dann ist er gegangen. Katzi, das ist nicht gut. Das ist nicht gut, diese. Komm her. Hier, willst du spielen? Bist du schon so weit, dass du spielen willst? Noch nicht. Noch nicht. Aber er hat Cosmo nicht angefaucht. Ist das schon mal ein gutes Zeichen? Ja, ne? Jetzt geht er weiter fressen. Gibt's doch nicht. Der Arme hat so Hunger. Wie sieht's aus? Miau. Aposchi, wie geht's dir? Hey, was hast du hier getan? Was hast du hier getan? Was ist das? Was ist das? Warum ist das so nass? Schatz? Ja? Was ist das? Warum ist das so nass? Weiß ich nicht. Es riecht medizinisch. Aber das war vorher doch nicht nass. Hast du dir das einfach sauber geleckt hier oder was war das? War hier irgendwas? Das ist komplett nass. Und er scheint sich das immer wieder zu lecken. Ich vermute mal, er hat sich das selbst weggeleckt. Aber was hier... Boah, das stimmt, das ist richtig nass. Ja. Hä? Aber es ist kein Blut oder so, ne? Nee. Es ist kein Blut. Es ist einfach nur, er leckt sich da die ganze Zeit. Ja. Ist das vielleicht noch irgendwie ein Medikament oder sowas, was die dem ins Auge gespritzt haben, dass das irgendwie da hingekommen ist, während er aufgewacht ist oder so, keine Ahnung. Aber es ist ja, das ganze Fell ist ja hier so richtig eklig. Was? Oder haben die hier Zugang drin gehabt für Narkose? Ja, den haben sie dann natürlich an der Pfote eigentlich gehabt. Also was soll das hier? Also ich merke hier aber auch nichts. Es ist einfach nur nass. Und es riecht nach Medikament. Also ich gehe jetzt mal davon aus, dass das nichts Schlimmes sein wird. Pussy. Vielleicht hat er sich das einfach nur sauber gemacht. Okay, also. Apollo, du bleibst erstmal drin, okay? Erhol dich. Ja, dich kann ich rauslassen, das ist kein Problem. Wo ist dein Geschirr? Die Frage aller Fragen, wie immer. Ich weiß, dass Papi dir das ausgezogen hat und dann hat er auf den Boden gelegt. Komm. Ja, komm her. Schnell. Ja. Dann auf die Seite gelegt. Aber... Ja, hast du gemerkt, dass Apollo dich gar nicht anfaucht, wenn du an ihm vorbeigehst? Kann es vielleicht sein, dass es wirklich an seinen Schmerzen lag? Kann es vielleicht sein, dass es ganz doll wehgetan hat bei Apollo? Oh Mann. Fragen über Fragen. Ich wünschte, ihr könntet reden. So wie in den lustigen Videos.